Schon gewusst? Wenn man den Wasserhahn ohne Grund offen lässt, verschwendet man 8 Liter Wasser pro Minute. Das Wasser, das wir in Südtirol verbrauchen, kommt aus ungefähr 1550 Quellen und etwa 107 Tiefbrunnen. Aber immer reichlich Wasser zur Verfügung zu haben, sowohl für den persönlichen Gebrauch als auch für Landwirtschaft, Industrie und Tourismus, ist sicherlich nicht selbstverständlich. In Südtirol brauchen wir nur den Wasserhahn aufdrehen und haben Trinkwasser hervorragender Qualität, das meist gar nicht verarbeitet werden muss und deshalb absolut natürlich ist. Der Schutz des Trinkwassers beginnt vom Ursprung an durch die Einrichtung von Schutzgebieten und die ständige Qualitätsanalyse durch Leitungsbetreiber und dem Labor der Landesagentur für Umwelt- und Klimaschutz. Das öffentliche Trinkwasser in Südtirol kommt aus ungefähr 1550 Quellen und etwa 107 Tiefbrunnen. Aufgrund des Klimawandels haben wir in den letzten Jahren auch in Südtirol lange Dürreperioden durchlaufen müssen, die natürlich Wassermangel mit sich gebracht haben. Gleichzeitig gab es immer wieder sehr starke Regenfälle. Immer reichlich Wasser zur Verfügung zu haben, sowohl für den persönlichen Gebrauch als auch für die Landwirtschaft, die Industrie und den Tourismus, kann uns selbstverständlich erscheinen, ist es aber absolut nicht. Im Mai hat es beträchtlich geregnet und dadurch sind wir einer verlängerten Notsituation entkommen. Allerdings hatten wir seither keine größeren Niederschläge. Wir hatten sehr wohl Hitzegewitter, die lokal die Situation aufgelockert haben. Dennoch sind wir weit entfernt, zum Beispiel bei der Etsch, von den langjährigen Abflussdaten. Was das Grundwasser anbelangt, so haben wir den jährlichen saisonalen Grundwasseranstieg, der jedoch nicht im normalen Mittel sich befindet. Und von daher befinden wir uns sicher nicht in einer Komfortzone, aber auch nicht in einem Bereich, der besonders besorgniserregend ist. Es ist dennoch sehr wichtig, dass es weiterhin Niederschläge bringt. Schön wäre natürlich ein längerer Landregen, der sich über das gesamte Land ausbreitet und wo wir wieder eine Ladung Wasser abbekommen in unseren Bergen und in unserem Tal. Woher kommt das Wasser, das wir täglich brauchen? Unser Trinkwasser kommt vorwiegend aus dem Grundwasser, was die Talniederungen anbelangt. Hier haben wir sehr mächtige Schotterablagerungen, die sehr viel Wasser speichern und wo es ein einfaches ist, über Tiefbrunnen Wasser empor zu pumpen. Idealer sind natürlich Quellen, wo das Wasser mit Eigendruck vom Berg herabfließen kann, wo das Wasser sogar in einigen Fällen für die hydroelektrische Produktion gleichzeitig genutzt werden kann, ohne dass die Trinkwasserqualität darunter leidet. In den Berggebieten ist es also so, dass das Wasser hauptsächlich dort aus Quellen bezogen wird. Was die Landwirtschaft anbelangt, so wird die Landwirtschaft vor allem durch die vielen 8000 Tiefbrunnen, die wir in den Talniederungen zwischen Meran und Salurn haben, mit Wasser versorgt. In den Berggebieten, also das Grünland, wird hauptsächlich aus Oberflächengewässern und aus Quellen gespeist. Was die gewerbliche Nutzung des Wassers anbelangt, so kommt das Wasser vorwiegend aus dem Grundwasser. Es wird dort entnommen, hauptsächlich um Wärme und Kälte zu generieren und wird dann eben wieder mit den gleichen Eigenschaften, außer eben einem geringen Temperaturgefälle von 5 Kelvin, in das Grundwasser zurückgegeben. Sonstige industrielle Nutzungen laufen häufig über geschlossene Kreisläufe, weshalb hier die Wasserentnahme relativ gering ist. Was die Beschneiung anbelangt, diese erfolgt hauptsächlich aus Quellen und aus Oberflächengewässern. Kann das Abwechseln von langen Dürreperioden und starken Niederschlägen Auswirkungen auf die Wasserreserven haben? Die immer stärkeren Schwankungen von starken Niederschlägen und längeren Trockenperioden mit Hitze hat natürlich Auswirkungen vor allem für die Oberflächengewässer. Und da die Oberflächengewässer auch maßgeblich Einfluss haben auf unser Grundwasser, ist natürlich eine solche Situation für das Grundwasser auch nicht optimal. Dennoch wird gerade bei Hochwasser sehr viel Wasser aus den Flüssen in das Grundwasser eingespeist. Und damit stellt das Grundwasser einen wichtigen Puffer dar für diese Schwankungen. Was allerdings wichtig ist,
Auch hier eine langsame Infiltration, zum Beispiel bei der Schneeschmelze. Diese findet ja leider immer sehr abrupt statt und somit sind diese Infiltrationsprozesse eben auf kurze Zeiträume begrenzt und dadurch eben leidet auch das Grundwasser unter diesen starken Schwankungen. Was kann jeder von uns in seinem täglichen Leben tun, um mitzuhelfen, Wasser zu sparen? Wasser ist ein kostbares Gut und deshalb ist Wassersparen sehr wichtig. Wasser hat Kosten in seiner Förderung, in seiner Verteilung und natürlich auch in seiner Aufbereitung, bevor es dann wieder in unsere Flüsse zurückgegeben wird. Daher ist natürlich auch der Kostenfaktor ein wichtiges Prinzip, um Wasser zu sparen. Wir müssen uns vorstellen, dass Wasser eben auch Kosten hat und damit ist natürlich das Zuhalten des Wasserhahns bzw. die Reduktion des Wasserflusses unserer Wasserhähne leichter zu bewerkstelligen. Wir können tagtäglich Wasser einsparen. Am meisten spart man natürlich jetzt bei diesen heißen Sommertagen, wenn man den eigenen Garten mit wenig Wasser bewässert, gezielt bewässert, nicht übermäßig bewässert und vor allem in der Früh bzw. am späteren Abend bewässert. Hier kann sehr viel Wasser eingespart werden, aber es kann natürlich in der Küche Wasser eingespart werden, es kann im täglichen Gebrauch eingespart werden. Hier weitere Ratschläge, um im eigenen Haushalt Wasser zu sparen. Schließen Sie den Wasserhahn. Sie verschwenden 8 Liter Wasser pro Minute. Prüfen Sie die Wasseranlage. Ein undichter Wasserhahn verschwendet etwa 200 Liter pro Monat. Verwenden Sie Durchflussreduzierer, Sie sparen bis zu 50% Wasser. Verwenden Sie die Toilettenabflussunterbrechung des WCs, Sie sparen 35 Kubikmeter Wasser pro Jahr. Duschen Sie anstatt zu baden, Sie sparen bis zu 75% Wasser. Das Geschirr nicht selbst spülen, Geschirrspüler verbrauchen im Durchschnitt die Hälfte des Wassers. Obst und Gemüse nicht unter fließendem Wasser waschen, das Gemüse in einer Schüssel quellen lassen. Sammeln Sie das Regenwasser zur Bewässerung des Gartens, verwenden Sie ein Tropfbewässerungssystem. Entscheiden Sie sich für einen nachhaltigen Lebensstil, sparen Sie Wasser.